In diesem Video gehst du mit der Drehkristallmethode und dazu seht ihr mal hier links den Versuchsrohr abgebildet. Und wir haben jetzt auf der linken Seite die Röntgenröhre. Und jetzt will ich erstmal kurz erklären, wie jetzt hier die Röntgenstrahlung erzeugt wird. Jetzt mehr zum Thema Entstehung der Röntgenstrahlung und Röntgenspektrum im extra Video zur Röntgenstrahlung verlinke ich auch in der Beschreibung. Aber jetzt mal hier damit kurz angefangen. Also ihr seht ja jetzt, wir haben jetzt unten eine Glühwendel, die jetzt angeschlossen ist an einer Heizspannung. Und dann wird sie Heizspannung aufdrehen. Dann werden jetzt Elektronen aus der Glühbirne gelöst. Und dann haben wir links noch eine Beschleunigungsspannung. Und wenn wir die dann aufdrehen, dann werden jetzt die Elektronen beschleunigt, treffen dann beschleunigt auf die Anode. Und dann entsteht jetzt hier Röntgenstrahlung mit so einem Spektrum. Kann ich mal grob anzeichnen. Mit so einem typischen Spektrum könnte jetzt ungefähr so aussehen, dass wir hier noch zwei Peaks haben und dann eben hier dann die Intensität aufgetragen auf den jeweiligen Wellenlängen. Das heißt, wir sehen, wir haben ein Röntgenspektrum mit ganz vielen verschiedenen Wellenlängen. Und das Röntgenspektrum, das besteht jetzt einmal aus Bremsstrahlung und charakteristische Strahlung. Die charakteristische Strahlung besprechen wir gleich noch später. Das sind hier diese Spitzen, der Rest ist Bremsstrahlung. Und der Name sagt schon Bremsstrahlung, denn wir haben ja gesagt, die Elektronen werden ja jetzt am Anodenmaterial gebremst und durch das Abbremsen entsteht eben genau diese Bremsstrahlung. Und dann weiter, dann seht ihr eben, dass jetzt auf der rechten Seite die Röntgenstrahlung entsteht. Und was wir jetzt brauchen ist, dass wir am Drehkristallversuch jetzt ein einheitliches, schmales, waagrechtes Bündel an Röntgenstrahlen brauchen. Deswegen haben wir dann hier noch eine Blende. Und dann haben wir jetzt einen Drehkristall, den wir jetzt drehen können. Und je nach Winkel Alpha gibt es dann verschiedene Bragg-Reflexionen, sodass dann am Zählrohr jetzt über konstruktive Interferenz die einzelnen Wellenlängen bei den verschiedenen Winkeln nachgewiesen werden. Das jetzt nur kurz, gleich besprechen wir es noch genauer, aber ihr müsst euch vorstellen, dass hier, wir haben jetzt das Röntgenspektrum bestehend aus verschiedenen Wellenlängen, Lambda 1, Lambda 2, jetzt zum Beispiel ungefähr im Bereich von 50 bis 300 Pikometer zum Beispiel. Wir haben jetzt hier verschiedene Wellenlängen im Röntgenspektrum mit verschiedenen Intensitäten. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass erstmal schon mal gesagt, dass beim Winkel Theta 1 wir dann jetzt hier Lambda 1 nachweisen und dann drehen wir den Kristall und beim anderen Winkel Theta 2 weisen wir genau Lambda 2 nach. Das heißt, bei Theta 2 erhalten wir am Zählrohr genau Strahlung mit dieser Wellenlänge und dann, wenn wir den Kristall noch weiter drehen und jetzt bei Theta 3 sind, dann wird am Zählrohr genau Strahlung mit der Wellenlänge Lambda 3 registriert, sodass wir dann über den Drehkristallversuch jetzt hier bei verschiedenen Winkeln Theta jetzt genau das zugehörige Röntgenspektrum abbilden können. Aber mehr dazu auch noch gleich. Und das Grundprinzip dabei ist jetzt eben genau die Bragg-Reflexion und den Kristall, den wir jetzt hier haben, den können wir uns ja so vorstellen aus verschiedenen Netzebenen. Ist also ein Kristallgitter mit zum Beispiel hier zwei Netzebenen. Und dann können wir uns das so vorstellen, dass wir jetzt hier einen Netzebenenabstand D1 haben. Das wäre jetzt mal Netzebenenabstand D1 und dann hier wäre zum Beispiel noch Netzebenenabstand D2. Dazu komme ich gleich. Aber auf jeden Fall Prinzip der Drehkristallreflexion heißt, dass wir dann jetzt hier einfallende Strahlung haben. Kann ich mal jetzt hier in Rot skizzieren. Wir haben jetzt hier einfallende Strahlung mit einer gewissen Wellenlänge. Und dann treffen die jetzt eben mit einem Winkel Theta hier auf das Kristall. Und dann gibt es Reflexion. Das heißt, dann könnte jetzt ein Teil der Strahlung hier in der obersten Ebene reflektieren. Hier dann auch mit dem Prinzip Einfallswinkel gleich Auslandswinkel. Das heißt, wir haben auch hier den Winkel Theta. Und wichtig, dann können jetzt andere Wellen hier an der zweiten Ebene des Kristalls reflektieren. Das heißt, dann haben wir zum Beispiel hier weitere Wellen, die jetzt hier genau wieder nach dem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel reflektieren. Und dann, wenn wir jetzt mal diese Wellen vergleichen, sehen wir ja, dieser Wellenzug ist länger und dann die Frage, um welches Maß ist dieser Wellenzug länger, können wir dann zeichnen, ist ja dann genau diese Strecke. Diese Strecke hier, hier, ich sag mal, wenn das jetzt dieser Abstand hier, wenn das jetzt Delta X sein soll, dann wäre
die Differenz der beiden Wellen genau 2 mal Delta x. Und dann gilt eben hier, dass wenn jetzt 2 mal Delta x gleich n mal Lambda ist, also ein Vielfaches der Wellenlänge, dann haben wir kurz die Differenz. Weil diese Lichtstrahlen, die müssen wir uns ja vorstellen als Lichtwellen. Und ich habe das nur ein bisschen grob skizziert. Also eigentlich sieht eine Welle jetzt hier so aus wie ein Sinus. Das wird dann eben eine Wellenlänge. Und wenn wir dann eben hier zwischen eine Differenz, also einen Gangunterschied von genau n mal Lambda, zum Beispiel 1 mal Lambda haben, 1 mal Lambda wäre jetzt hier eine Wellenlänge, dann ist es halt so, dass diese Wellen jetzt genau so übereinander liegen, dass jetzt genau Wellenberg über Wellenberg und Wellental über Wellental liegt, sodass wir dann halt konstruktive Differenz haben. Bedeutet, wir haben eine Verstärkung. Hier die beiden Wellenberge verstärken sich zu einem größeren Wellenberg, die Wellentäler zu einem größeren Wellental. Prinzip konstruktive Differenz. Und ihr seht eben, dass wenn wir eben genau diesen Gangunterschied von einer Wellenlänge haben, jetzt hier, auch hier, eine Wellenlänge ist ja von hier bis nach hier, beziehungsweise auch von hier bis nach hier, dann diese Welle zum Beispiel verschoben, sehen wir wieder genau Wellenberg über Wellenberg. Deswegen dann eben hier konstruktive Differenz. Und deswegen ist dann so, dass wir dann halt bei gewissen Wellenlängen, sagen wir einfach mal, dass wir jetzt beispielsweise Wellen mit einer Wellenlänge von, ich sage einfach mal beispielsweise 50 Pikometer, dann könnte es sein, dass jetzt bei diesem Winkel speziell Wellen bei einer Wellenlänge von 50 Pikometer jetzt genau diese Bedingung erfüllen, dass jetzt einmal 50 Pikometer genau dann dieser Gangunterschied Delta x ist, sodass dann in dem Fall die Wellen mit 50 Pikometer, und das können zum Beispiel dann eben Wellen in diesem Bereich sein, die werden dann jetzt am Zählrohr dann registriert, sodass wir dann eben über die Drehkristallmethode dann eben hier diese Wellenlänge nachgewiesen haben. Das ist jetzt das Prinzip hierbei. Es gibt aber auch noch hier das Prinzip, dass wir diese Breitkraftwellen noch an der zweiten Netzebene haben. Deswegen kann ich mal kurz nur skizzieren, dass wenn wir hier mal wieder so ein Kristall haben und dann können wir uns vorstellen, dass wir jetzt wieder nach demselben Prinzip hier eine fallende Lichtstrahlung haben, die dann hier reflektiert. Aber jetzt können wir uns vorstellen, dass jetzt die Lichtwellen nicht an der ersten Ebene, sondern an der zweiten Ebene hier reflektieren. Und dann können wir uns vorstellen, dann gibt es ja auch einen anderen Gangunterschied. Hier diese Streckendifferenz von 2 Delta x ist jetzt anders als hier. Und dann wieder 2 Delta x gleich immer Lambda gilt. Dann hätten wir jetzt dementsprechend bei anderen Wellenlängen diese konstruktive Differenz. Und dann können wir nämlich hier das grafisch so darstellen, wenn wir jetzt mal hier auf der x-Achse den Winkel Theta bei der Breitkraftwechselung darstellen und jetzt hier auf der Y-Achse die Intensität und das jetzt mal wieder, wichtig, für eine einzige Wellenlänge betrachten. Das ist nämlich wichtig, das ist ja nicht das gleiche wie bei der Röntgenstrahlung, wo wir mehrere Wellenlängen haben. Wenn wir das bei einer Wellenlänge machen, zum Beispiel 50 Pikometer, dann haben wir eben zwei Maxima bei zum Beispiel diesem Winkel Theta 1 und dann eben an der zweiten Netzebene haben wir dann wieder ein Maximum, dann aber bei einem Winkel zum Beispiel Theta 2. Und dann sieht das hier so aus, ungefähr jetzt skizziert, nur ganz grob jetzt, dass wir jetzt hier zwei Maxima haben und dann eben hier, da müsste ich noch ein bisschen weitermachen. Und so können jetzt Maxima erster Ordnung entstehen, aber es gibt jetzt eigentlich auch noch Maxima zweiter Ordnung theoretisch. Und ich will jetzt nicht zu viel verwirren, aber jetzt mal zusammengefasst, was wir jetzt besprochen haben. Also meistens werden eben Maxima erster Ordnung betrachtet, dann ist eben n speziell gleich 1. Und dann könnte es eben sein, jetzt an der ersten Netzebene betrachtet, haben wir diesen Gangunterschied mit diesem Ergebnis für 2 Delta x. Und wenn dieser Wert jetzt genau 1 mal Lambda ist, dann haben wir eben beim bestimmten Winkel Theta 1 genau hier konstruktive Differenz. Und dann haben wir gesagt, hier, dadurch, dass es auch noch eine Breitkraftwechselung an der zweiten Ebene gibt, können wir auch jetzt hier mit anderen sich ergebenden Werten für 2 Delta x dann dementsprechend bei einem anderen Winkel Theta 2 konstruktive Differenz wieder mit n mal Lambda, 1 mal Lambda, also erste Ordnung haben. Aber jetzt gibt es auch noch maximal zweite Ordnung, theoretisch jeder Kristall, dass jetzt der Gangunterschied nicht mehr 1 mal Lambda, sondern jetzt hier 2 mal Lambda ist, weil 2 mal Lambda ist ja auch konstruktive Differenz, dann hätten wir nicht eben eine Wellen verschoben, sondern 2 Wellenzüge verschoben. Und dann würden sich auch hier wieder für den ersten Netzebenenabstand andere Winkel ergeben und auch hier wieder andere Winkel ergeben, sodass dann eben bei 2 Lambda
jetzt hier entsprechend 2 Delta X, sondern bei entsprechendem Winkel es ergibt. Das heißt, theoretisch gibt es jetzt bei 2 Netzebenen 2 Maxima erster Ordnung an Erst- und Zweitnetzebenenabstand und theoretisch auch noch 2 Maxima zweiter Ordnung an erster und zweiter Netzebenenabstand. Aber das ist jetzt schon sehr viel zur Theorie, für die Breitkreisreflexion. Jetzt für unser Röntgenspektrum, das wir jetzt aufnehmen, da betrachten wir normalerweise einfach nur die zugehörigen Winkel, die jetzt konstruktive Interferenz jetzt am ersten Netzebenenabstand für Maxima erster Ordnung dann hier ergeben und dann dementsprechend diese Maxima hier registriert werden. Deswegen das jetzt nun mal ein bisschen extra Theorie für die Breitkreisreflexion. Jetzt nochmal zurück zur Röntgenstrahlung. Wir haben ja gesagt, beim Röntgenspektrum haben wir nicht eine einzige Wellenlänge, Lambda 1, sondern eben ganz viele verschiedene Wellenlängen. Dann haben wir, wenn wir zum Beispiel jetzt den Drehkristall drehen, dann haben wir jetzt beim ersten Winkel Theta 1, jetzt genau bei der Wellenlänge zum Beispiel 50 Pikometer, eben das Maximum registriert, das dann hier mit der gewissen Intensität, die wir auch hier ablesen können, dann hier nachgewiesen wird. Und dann, wenn wir weiter drehen, dann haben wir eben nicht das Spektrum, sondern haben wir ein Spektrum jetzt bei einer Wellenlänge von, keine Ahnung, 60 Pikometer, wo dann eben bei dem entsprechenden Winkel Lambda 2 mit einer anderen Intensität nachgewiesen wird. Deswegen wichtig, das oft nicht klar erklärt, das ist jetzt der Verlauf bei einer bestimmten Wellenlänge und dagegen bei der Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung besteht ja aus einem Spektrum mit ganz vielen Wellenlängen. Da haben wir dann eben genau bei allen Winkeln hier die beiden Wellenlängen registriert, sodass wir dann genau das Röntgenspektrum nachbilden können. Dann will ich jetzt nochmal kurz auf die charakteristische Strahlung, also auf die Peaks hier eingehen. Und die entstehen jetzt dadurch, wenn wir uns nochmal den Versuchsbau angucken, dass jetzt die Elektronen aus dem Anodenmaterial, ihr könnt euch vorstellen, dieses Anodenmaterial könnte jetzt aus Kupfer bestehen, die bestehen wiederum aus Kupferatomen. Das heißt, die Elektronen prallen jetzt auf Kupferatome. Und wenn ich es mal so darstelle, ein Kupferatom können wir jetzt nach dem Schalenmodell darstellen mit mehreren Elektronenschalen. Das heißt, hier Kupferatom hat jetzt die erste Schale, dann hier die zweite Schale, hier die dritte Schale. Und dann die Elektronen prallen jetzt genau hier auf die Anode mit den einzelnen Atomen. Und dann haben wir auf den einzelnen Schalen hier verschiedene Elektronen. Jetzt, ich zeige die anderen, aber jetzt nur vom Prinzip. Wir haben hier verschiedene Elektronen. Und dann könnte es sein, dass, wenn jetzt die Elektronen eine gewisse Energie haben, dass die dann jetzt hier Elektronen zum Beispiel aus der Schale hier entfernen können. Dass wir dann hier die K-Schale, kann ich mal hinschreiben, dass wir die innerste K-Schale, dann die L-Schale, dann außen die M-Schale. Und dann, wenn jetzt hier ein Elektron entfernt wird, dann ist ja die Theorie, na, ihr müsst euch vorstellen, das Elektron schlägt quasi dieses Elektron raus. Das heißt, das fällt weg, wir haben ein Loch. Dann ist ja die Theorie, dass jetzt Elektronen aus den höheren Schalen jetzt dann zurückspringen. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel einen Übergang von L zu K. Und wenn das Elektron von der L-Schale auf die K-Schale dann springt, dann hätten wir jetzt zum Beispiel die K-Alpha-Linie, das dann meistens die Linie rechts. Oder es wäre auch noch möglich, dass jetzt das Elektron von der M-Schale hier auf die K-Schale springt und dann das fehlende Elektron auffüllt. Dann hätten wir einen Übergang von M zu K. Das wäre dann die K-Beta-Linie, die dann meistens hier links ist. Und das seht ihr auch nochmal hier im Bild dargestellt. Jetzt wäre nämlich das Energieniveau N gleich 1. Also wir können sagen, hier N gleich 1. Und dann, ja, ist wieder geschmiert, dann hier N gleich 2, N gleich 3. Deswegen seht ihr dann auch noch nachvollzogen die K-Alpha, K-Beta-Linie. Und die Linien heißen K-Linien, weil wir eben dann hier speziell Elektronenübergänge von immer auf die K-Schale haben. Es gibt auch noch zum Beispiel andere charakteristische Linien, zum Beispiel die L-Linie, die dann entsteht, wenn jetzt hier aus der L-Schale Elektron entfernt wird oder dann zum Beispiel ein Elektron hier diese Position wieder auffüllt. Aber das ist eben genau das Prinzip hier der K-Alpha-K-Beta-Linien, weil wir können uns auch vorstellen, wenn jetzt ein Elektron wieder zurückspringt, dann wird die Energie frei. Zum Beispiel, wenn das Elektron von hier nach hier springt, dann wird das jetzt E2 minus E1, das kann man berechnen. Und das wird dann jetzt gleich H mal C durch Lambda. Und dann wird eben jetzt Energie frei in Form von Licht mit einer Wellenlänge Lambda. Deswegen, was dann hier eben nachgewiesen wird. Das noch kurz dazu. Und dann verlinke ich eben noch hier das Video zur Röntgenstrahlung. Da gibt es noch weitere Informationen. Und ich verlinke noch hier meinen Chemiekanal. Und das war's dann. Da haben wir jetzt zu diesem Video.